So, liebe Freunde, ihr habt den Friedhof der Kuscheltiere angeschaut, ja. Und ja, ihr habt ihn eigentlich vor vielen Jahren schon mal gesehen. War ein wenig anders vom Ding her, weil war eine Frau bei mir, mit ihrer platonischen Freundschaft kettern. Dann haben wir Whisky getrunken und bei jeder gruseligen Szene haben wir uns zuprostet und getrunken. Und heute haben wir allein angeschaut und nüchtern, ja, das war der Fehler, ja. Aber schon mega Film, muss ich sagen. Da hat Stephen King sich selber übertroffen, mit der, wo er die Geschichte geschrieben hat, den Roman und dann das Drehbuch drauf. Erscheinungsjahr 1989, ja. Drehbuch war erstmal Regie. Mary Lambert, Drehbuch Stephen King, ja, da gibt es auch eine Geschichte drauf. Also das hat Stephen King als Kind zum Teil selbst erlebt. Die sind da umgezogen in ein Haus, wo eine riesige Straße war, wo LKWs oft hin und her gefahren sind. Und da sind halt auch manchmal Haustiere überfahren worden. Da hat es auch da echt so einen Friedhof nur für Haustiere gegeben. Das sind die auch Friedhof der Kuscheltiere genannt. Und einmal war Stephen King als Kind selber auf die Straße gerannt und dann hat der Vater wieder zurückgezogen und ihn noch beschützt davor. So, und das war die Inspiration, dass dann der Stephen King den Horror-Story quasi auf die Idee gekommen ist. Und da einen Roman geschrieben hat, später als Erwachsener. Und dann das Drehbuch für den Film, das hat Stephen King selber geschrieben. Dann merkt man, dass eigentlich Stephen King von der Fantasie eine Genialität ist. Und die Umsetzung auf dem Film, der war richtig, ja, perfekt. Der war richtig, also, er ist richtig unter den Tod gegangen. Und richtig Gruselszene. Es gab auch brutale Szene, ja, fast zu brutale Szene, aber wie sich der Horror aufgebaut hat. Ja, der Grusel mit dem geheimen Weg und so, ja, Spoiler-Alarm. Und das Ganze, bis überhaupt was passiert ist, den Horror so aufbauen. Also das hat einen Gänsehaut beschaffen, nicht nur Gänsehaut, sondern ich habe richtig Angstschweiß gehabt. Und so, das soll ein guter Horrorfilm haben, ein perfekter Horrorfilm. Dass er einem quasi den Angstschweiß aus jeder Pore quillt und ihn so mitnimmt. Und das hat der Film. Ja. Dann Musik, Elliot Goldenthal, ja. Dann Darsteller, Dalle Midkiff, Fred Gwynn, Denise Crosby, Michael Lombard, Mikko Hukes, Pierrettes, Patal, Susanne Blammert, Mara Clark, ja, und ja, also der Film ist also richtig gigantisch. Boah, also ich bin auch echt zusammengezogen, wo mein Kühlschrank Geräusche gemacht hat, also brutal. Also, da nimmst du deine Wohnung auf eine ganz andere Art wahr. Und also ich habe nach dem Film denkt, ich bin auf einem Drogentrip, obwohl ich nur Wasser getrunken habe. Und Drogen nehme ich ja nicht, aber der Film, der hat mir Hirn an die Wand batscht. Also ein richtig guter Film. Da weiß man von einem Horrorfilm erwartet, dass der einen so mitnimmt. Und es war der Oldschool-Effekt, das war ja so alte Effekte und Handwerk, alles handwerklich gemacht und auch einfache Effekte. Aber der Grusel, der hat gestimmt, der Horror hat gestimmt. Durch ältere hast du den Joker noch am anderen gehabt. Und da ist noch nicht mal was Brutales passiert. Also den das gut aufbaut, bis mal was Brutales passiert. Ja. Also das war Kameravater und alles sensationell, Regiearbeit, Schauspielarbeit. Der ist echt unter Tod gegangen. Also da hast du richtig mitgefiebert. Da hast du echt. Also da warst du, der Film hat dich reingezogen, da warst du,
Da hast du nicht mehr den Rand vom Bildschirm mit. Gut, ich meine, ich komme ja eh in einen guten Film reinversetzen, ich sehe eh nicht mehr den Rand vom Bildschirm. Aber der Film besonders, da hast du, bist du nur auf den Film konzentriert. Ja. So. Da haben wir eine Schauspielgruppe, die will geschwind der Szene aus dem Film nachspielen. Ja. Also quasi die schwäbische Version von der Friedhof der Kuscheltiere. Wow! Dahinter kommt der Young, ich hab gedacht, der wäre tot. Ich hab gedacht, der wäre tot. Der hat hinter 4 LKWs und 5 Panzer überfahren. Wie konnte er da hinten rumlaufen? Ah, ich hab ihn vermisst. Ah, wie kann man den vermissen? Ich hab ihn auf dem Friedhof der Indianer beerdigt, bei den Mic-Macs, Mickey Mouse Indianer. Was? Ja, jetzt kommt er wieder. Ah, hast du nicht die ganze Story erfahren? Was für eine Story? Aber wenn die zurückkommen, da sind sie anders. Die sind nur böse. Oh je, da will uns einer kragen. Kann sein. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich habe eine Idee. Wir packen unsere Sachen und flüchten nach Mexiko. Und man soll sich dann die Funkeleute mit dem Jungen rumschlagen. Ja, gute Idee. Und tschüss. Tschüss. Ade. Ade. So, und Spoiler-Alarm! Es war jetzt auch richtig gruselig da drin. Also, da war Stephen King, stolz auf euch. 3. So. Oh, war der Film, hat mir echt mitgenommen, ey. Also Filme können die Dreher und ich habe das, ja, haben wir jetzt Humor verarbeiten müssen, aber Intro mit der Horrormusik, das war ja schon und dann da fährt der LKW am Haus, Spoiler-Alarm, da fährt ein LKW am Haus vorbei und dann ein Auto, das da rein fährt und quasi da die Nähe sind von dem Haus und so und dann haben sie im Garten so Schaukel und Spielplatz und euer Kind schaukelt da und dann bricht die Schaukel ab und das Kind verletzt sich ein wenig. Aber vor sich das Kind verletzt, sieht das Kind dann nur so einen Weg in der Wald rein, wo dann mit Joe Musik dann umwalt wird. Und das Kind sieht, oh, das ist ein Weg. Und da verletzt sich das Kind und der Vater guckt nach dem Kind. Und der kleine Bub, der rennt dann auf die Straße und so ein alter Mann hält das Kind auf, umarmt das Kind, dass der dann von der LKW überfahren wird. Weil die halten auch nicht, die gucken auch nicht, die fahren da weiter und so. Ja. Ja, wo ich dann auch denke, so, ja, ich überlege gerade so, wenn ich jetzt eine Familie hätte, so mit Kindern und so, mit Haustieren, da hätte ich doch ein Haus kaufen, das so nah an der Straße ist, wo LKWs da fahren und durchdrescht, ohne auch irgendwie auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen. Also kenne ich gar nicht, weil ich selber LKW-Fahrer und da guckst du und du musst das heißt dann im deutschen, gut, das ist ein amerikanischer Film, aber da wurde ja da auch nicht anders sein. Da heißt ja in den deutschen Verkehrsregler, der Starke muss auf den Schwachen Rücksicht nehmen. Ja? Weil was der Autofahrer muss auf Fußgänger und Fahrradfahrer und alles Rücksicht nehmen. LKW-Fahrer muss auch genauso, also, dass man jetzt nicht durch Ortschaft bricht wie auf der Landstraße, weil da fährst du eigentlich normalerweise 50 und gewisse Stellen. Wohngebiete sollst du ja noch weniger fahren, 30, 20. Ja? Und wenn du siehst, okay, da ist was auf der Straße oder auf dem Gehweg und das Kind gefährlich war, dann bremst man doch.
Okay, ist ein Film, aber trotzdem. Und man versucht da in der Story auch manchmal Logikfehler zu finden. Also wenn ich jetzt da mit meiner Familie da nachgehe, dann sage ich, okay, das Haus ist wirklich nicht günstig mit Kindern und mit Katz, suchen wir uns was anderes. So an der Hauptstraße und so. Also, na gut. So. Ist ein trotzdem genialer Film, also horrormäßig bietet er schon alles. Und die neue Nachbarin fragt den alten Mann nach dem Weg. Er meint, das ist eine lange Geschichte und ein weiter Weg. Er wird sie mal dorthin führen und die Geschichte erzählen. Ja. Also Stephen King kann geniale Horrorstimmung aufbauen, das beweist wieder das Meisterwerk. Ja. Der Nachbar lädt den neuen Nachbar zum Bier ein, also der alte Nachbar lädt den neuen Nachbar zum Bier ein, und erzählt dem, der ist Doktor, und erzählt dem neuen Nachbar, wo Doktor ist, von der Straße, von dem Tierfriedhof, und also von dem Friedhof der Kuscheltiere, von dem, ja, Tierfriedhof. Ja, der Nachbar und der alte Nachbar und die neue, wo er eingezogen sind, gegangen zum Friedhof. Da haben alte Mann erzählt viel, aber erzählt halt nur was über der die Spitze vom Eisberg, aber nicht was unter Wasser ist. Ja, ja, das haben wir schon mal genial, da kann man mal ein bisschen mehr Stimmung aufbauen. Ja. Das ist eigentlich so nett, das ist eine gute Familie, wo du eigentlich wünschst du dir eigentlich nur das Beste für die, für den ihre Kinder, für die Eltern und für die Katz. Und da passiert sowas. Also wie gesagt, ich sehe sowas nicht gern, aber das ist ja so in der Geschichte integriert, dass sich das sich auch der Horror aufbaut. Ja. Ein Jugendlicher, der wird von der Hauptstraße vom Alkwehr angefahren, da ist ein Schädeldeckel auf und guckt schon Sonne raus, und dann kommt er in die Klinik, und dann hat der Doktor mit dem noch ein gruseliges Gespräch, ja. In der Nacht kommt er als Geist, und ja, im Keller wurde der Doktor erschreckt, und ich bin auch erschrocken, und dann gingen sie halt den geheimnisvollen Weg bei Nacht und Nebel da der Wald rein und zum Tierfriedhof. Ja. Ja, der Doktor hält es eigentlich so die ganze Zeit von Traum und will da noch auffahren. Und der Geist meint, gehen Sie nicht hinter dem Tierfriedhof, gehen Sie nicht weiter. Da wandern die Toten. Ja. Da tun die Toten wandern. Die Erde auf der anderen Seite ist verdorben. Ja. Da wacht jetzt der Doktor in seinem Bett auf und denkst, okay, das war halt doch ein Traum. Ja, ich habe einen Film vor vielen Jahren gesehen und seitdem nehme ich. Da ist auch ein bisschen vieles verschwommen gewesen. Und dann guckt er durch die Decke weg, und dann ist seine Füße und alles voller Erde. Also war er doch mit dem Geist da in dem Ort, ja, oder hat er schlafgewandelt. Ja. Der Geist, der warnt einmal die Tochter von dem, da hat ein paar mehrere Kinder. Ja. Der Nachbar ruft den neuen Nachbar an, den Doktor, weil die Katze ist jetzt doch überfahren worden. Ja, der Doktor traut und denkt nach, wie er das jetzt einer Familie beibringt und die Kinder und so. Und der alte Mann sagt, ich habe eine Idee, du hast halt die Katze beim Indianerfriedhof begraben, hinter dem Tierfriedhof, und das ist ein bisschen weiter weg. Da gehen die auch noch mit der Katze und ewig durch den Wald und dann über Felsen am Wald, und dann sind sie im Indianerfriedhof, der alte Mann raucht, und der Doktor muss halt dann die Katze begraben. Ja. Mic-Mac-Indianerfriedhof ist das, ja. Ja,
Ja, am nächsten Tag ist die Katze wieder da, total böse. Ja. Ja, und die Katze kratzt den Doktor. Ja. So, der alte Machtbar erzählt, wenn die Tote begraben werden, dass sie böse zurückkommen. Er hat ja schon Erfahrung mit seinem Hund, da freue ich mich ja gut, okay, wenn er dort die Erfahrung schon gemacht hat und auch mit anderen Geschichten weiß, wieso, dann empfiehlt dem die Katze da zu beerdigen. Ja gut, da könnte man ja noch vieles nein inspirieren, dass ihm der mal Leute hat, aber trotzdem irgendwie, oder ja, oder selber da mit dem Trauer war und nicht klar denkt hat, aber okay, sei es drum. Ja, ich bin von der Seite verrutscht. Da war die Frau und die Kinder gerade weg und da hat er mit der Katze Leute umeinander zerfreut. Ja, dann will der Doktor baden gehen in seiner Wohnung, schmeißt die Katze da ein Nagetier rein, in sein Bad rein und natürlich schrickst du, wenn da ein Nagetier blutig reinfällt. Ich weiß nicht, war weniger Maus, war glaube ich eine Ratte, in der Reihe von der Ratte da rausgekommen und du willst eigentlich baden. Da. Dinschmark, die hat eine tödliche Krankheit, die hat sich dann aufgehängt, das fand ich auch, das war zu brutal. Also das, dass die Zähne mit der Dünnschmack hätte sie rausleisen können. Ja. Familie macht Picknick und lässt Drachen steigen und immer und der Drache fliegt dann so irgendwie so auf die Straße, das, wo du halt dann den Drachen steuerst, auch irgendwie so. Und er guckt nicht auf sein Kind und das kleine Kind rennt dann hinterher und wird dann vom LKW überfahren. Oh, das ist eine Szene, die hasse. Die gehört zwar zur Story, aber die hasse. Weil, wenn Kinder in Filmen was passiert, das hasse ich. Und wie die Familie um das Kind trauen, oh, hätte ich nicht sehen müssen. Also, das habe ich schon beim ersten Mal vor vielen Jahren gedacht. Und da traust du auch mit und so. Und da zieht sich ja alles zusammen und du fühlst dich auch unwohl so bei der Szene. Also da hat er ja auch richtig Puls gekriegt, so, Herzklopfen und so. Aber zur Story dazu gehört, habe ich sie wirklich nicht gern. Ja, ja, haben wir noch gut. So. Ja, und dann gibt es oft im Beerdigung eine Schlägerei. Mit dem Doktor und seinem Schwiegervater, ja, und halt, gut, der Schwiegervater sich dann später entschuldigt und so. Ja, wie die Kinder da trauert und übers Küstle und die Frau und der Mann und alles. Oh, also das ist schon, weil es zerreißt am Schussherz. Ja, gut, es ist fingiert, es ist nicht echt passiert. Bin mal ein Trost, aber. Es sind ja auch ganz gut gespielt, also da bist du schon in der Story gefangen auch und versetzt dich da in den Leuten ein. Und hat der alte Mann erzählt, vor langem war da ein Teenie, haben sie da auch begraben, weil der Mann mit dem Verlust von seinem Sohn jetzt reingekommen ist. Und der ist dann auch böse zurückgekommen und erzählt, was da alles passiert ist. Und der Timmy kreuzt der Typ und dann ist der Timmy da ja im Dorf oder da durchdreht und so. Und das hätte eigentlich für den Doktor als auch ein Warnhinweis sein können. Und ich denke halt, okay, wenn du traurig bist und in Panik bist und Verluste miterlebst, dann kommst du auf Ideen, wo du nicht in den Zustand nicht kommst. Weil du bist da jetzt auch nicht wirklich. Ich guck gerade, was alles da. Du bist auch nicht wirklich im Klaren beim Verstand.
Und klar kann man dann nachvollziehen, dass er den Sohn jetzt dann auf dem Indianerfriedhof dann beerdigen will. So. Aber du denkst halt auch, den hätten sie doch jetzt gewarnt. Und da denkst halt auch, da hat die Katze doch beerdigt und die Katze ist voll böse zurückgekommen. Die Katze hat ihn doch down zusammengeboxt und zusammengeschlagen und verkratzt. Da muss der doch so weit denken und sagen, okay, wenn ich jetzt meinen Sohn da beerdige, wie kommt der dann zurück? Also unglaublich. Unglaublich. Da müsste man eigentlich denken, das ist doch nicht die beste Idee, das zu machen. Ja, gut, in der Trauer hat die Leiche dann mitgenommen und hat es dann auf dem Indianerfriedhof dann vergraben und dann kommt ein richtiges Massaker. Ja, der kommt halt zurück, der kleine Bub, böse, ja, und da ist der weiße Hai ein Goldfisch dagegen, was der kleine Bub da alles gemacht hat und was da für Horrorstimmung da war. Also da war Stimmung, da hast du bei mir im Wohnzimmer, da hast du Luft schneiden können, was der Film für Stimmung ausgestrahlt hat, für so Horrorstimmung, ja, Gruselstimmung, unfassbar. Ja. Und wird den alten Mann abgeschlachtet hat mit dem Skalpell und dann halt, bis was überhaupt passiert, so ein Horror aufbauen und so eine Stimmung aufbauen, dass du schon Angst hast, vor überhaupt was passiert, oder so richtig Horror aufbauen, das kann Stephen King und die Stephen King Filme richtig genial machen. Und da hat alles gestimmt, das war mit auch wie der Geiststimmung wieder gekommen ist und so, und ich will jetzt auch nicht mehr verraten. Der ist ja noch andere Leute gegangen, ne, der Bub. Also das war also brutal. Ich hatte Angstschweiß gehabt ohne Ende. Ne. Also der Film war perfektes Schauspiel, richtig perfekte Story, perfekte Regiearbeit, sehr gute Kamerafahrten, um die Gruselstimmung aufzufangen. Gelungene Schauspieler, perfekte Schauspieler, auch perfekte Special Effect, so oldschool mit primitiven Mitteln, aber die primitiven Mittel haben uns Angstschweiß auf die Stirn getrieben. Und auch das Herz zum, ja, einen richtig Puls und Herzschlag kriegt auf den Film. Das hat schon lange keinen Horrorfilm mehr geschafft, wie der jetzt. Ja? Und ich muss sagen, wenn das ein Film macht, der ist ja perfekt. Ja? Und der ist richtig genial. Der hat von 1 bis 10 auf die Skala gesprungen, hat er verdient. Ja? Stephen King, ein Meister der Horrorfilme. Ja? So. Ihr könnt ja mir in die Kommentare schreiben, wie ihr den Film seht oder wie gefällt ihr euch der Film. Ja? Ich bin jetzt mal fertig mit den aus. Ich kann jetzt erstmal keinen Horrorfilm mehr sehen. Das war ja also unglaublich, ja. Du hast ein bisschen Pipi in der Hose nach so einem Film. Ja, es war ein überspitzter Witz jetzt. Ja. Und ja, auf jeden Fall hat es Caro gut mit der Katz. Ja. Mizi. Ja. Weißt und Gurgel durch. So. Und das auch, da schaut die Katze auch drauf. Das hat man ja nicht so gesehen, die Katze da nochmal am Rand, weil da ja durch die Folie und durch das, was da oben war, das noch ein bisschen bedeckt hat. Ja, aber der war richtig genial, der Film. Ja gut, die DVD ist an sich schlicht kalt. Hat eigentlich so gute Qualität gehabt, also ich denke dann, ich hätte stellerweise Blu-ray gesehen oder halt ganz selten Blu-ray gesehen. Ja, aber den Film brauche ich nicht nur extra als Blu-ray, muss ich sagen. Am besten man guckt sich das auch, wenn Freunde dabei sind oder eine Partnerin dabei ist oder für jemand anderen schon Partner, aber in so einem Film kommst du echt in Kuschelstimmung, weil du irgendwo einen Halt brauchst. Ja. In dem 100 Gänsehaut, im ganzen Körper. Ja. Oder auch, hey. Also wie schon gesagt, der Film kann ich nur empfehlen für Horrorfilm-Fans, aber ich weiß gar nicht, wie die Deutsche alle ticken. Ich bin ja zwar auch Deutsch, aber nicht hundertprozentig Deutsch. Und wenn da
Ich sehe doch von den anderen Filmkanälen den riesen Schränk und alles mit Horrorfilmen. Dann gucken sie nur Horrorfilme an. Aber wie machen die das? Also ich verstehe es gar nicht. Weil wenn ich ein paar Horrorfilme am Stück angucke, dann habe ich die Schnauze voll. Dann möchte ich mal was anderes sehen. Unsere kleine Farm oder ein Bollywood-Film oder irgendwas mit Martial Arts oder so. Und die gucken, wie machen die das? Gucken sich das immer besoffen an oder sind die so abgebrüht, weil sie das ständig sehen? Ich verstehe es nicht, wie machen die das? Also ich habe echt drängt, so wie der Film mein Putzen also nach Obertriebe hat und es mit ganz einfachen Mitteln, also brutal, also bin fertig. Ja? Ich weiß gar nicht, wie die anderen das machen. Ich weiß nicht, wie die anderen das machen, aber gut, sei es drum. Lieferung Ende, Zeit 10. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, passet auf euch auf. Boah, der Film hat mich gekillt. Ich habe auch ein bisschen Pipi im Fellkit. Der Film hat es in sich. Ja. Verdient 11 Punkte. Verdient 11 Punkte. Verdient 11 Punkte. Gutes Nächtle. Gutes Nächtle. Leo, du Bauchersengel, verabschiede die Arbeit leid. So, fort. Sofort. Gutes Nächtle. Mach Kamera aus, du Pokersegel! Hey! Krass, danke! Ich bin Löwe! Ja, dann machen wir die Kamera aus.